Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Professor Z on Management, Wissens- und Bemerkenswertes vom anspruchsvollsten Beruf der Welt, dem Management. Managergehälter sind ja derzeit wieder in aller Munde und die Welt am Sonntag titelte vor kurzem, wenn Manager ihr Gehalt selbst nicht mehr verstehen. Ein spannendes Thema. Ich würde als Top-Führungskraft auch sagen, ich verstehe mein Gehalt nichts, bei uns kümmert sich um die Finanzen meine Frau. Und teilweise hat man ja das Gefühl, dass die Gehaltsdebatten noch anspruchsvoller sind als die bei Top-Führungskräften aus der Polizeigewerkschaft. Aber das wäre ein anderes Thema. In dem Artikel ging es dann um die Komplexität von Führungsgehältern, Boni, Festgehälter, teilweise Dienstwillen und Pensionszusagen im Sinne von Gehaltszahlungen bis ins Rentenalter hinein. Das sind alles kritische Punkte. Und zu Recht sagt die Bevölkerung, wenn Führungskräfte 15 Millionen wie McDermott von SAP oder 13 Millionen wie Dieter Zetsche von Daimler oder 8 Millionen wie Joe Kaeser von Siemens verdienen, dann läuft etwas falsch. Führungskräfte dürfen nicht so viel verdienen wie Topfußballer. Und dann steigt die Politik natürlich auch gerne ein und Gott bewahre uns davor, dass die Politik hier regelnd eingreift. Ich glaube, alles, was man an Regeln erlassen würde, wäre ungefähr so wirksam wie Dopingkontrollen bei der Tour de France. Also sollte man von vornherein die Finger davon lassen, abgesehen davon, dass ich der Politik die Kompetenz dazu gar nicht zutraue. Das ganze Phänomen der Top-Gehälter ist natürlich schon sehr spannend und der Philosoph und geschätzte Kollege Richard David Precht fand heraus, dass bis in die 90er Jahre kein DAX-Vorstand mehr als 1 Million verdiente. Und das ist insofern spannend, als dass das auch eine Art moralische Grenze zu sein schien, die man nicht überspringen wollte. Und dann kamen internationale Fusionen und plötzlich wurde man sich der Tatsache bewusst, wow, in anderen Ländern wird ja viel mehr verdient. Und dann glichen sich die Dinge so an. Ich möchte nicht sagen, dass das eine Männerdomäne ist, dass man sich gerne mit anderen vergleicht, aber Precht sagte dann, es ist eine Neiddebatte, aber nicht etwa, wie es häufig diskutiert wird, Neid des Volkes auf die Führungskräfte, sondern Neid der Führungskräfte untereinander. Und so schaukelten sich die Gehälter trotz Krisen und trotz schwierigen Situationen in den Unternehmen immer weiter hoch und man verlor auch ein bisschen das Realitätsbewusstsein. Wer daran gut verdient, sind Berater. Und deshalb warne ich davor, diese Systeme weiter zu qualifizieren und weiter zu konzipieren. Denn ich glaube nicht, dass eine Top-Führungskraft so viel Einfluss auf alle Details hat, die es dann zu optimieren gilt. Und deshalb plädiere ich für ein ganz einfaches System. Wer an komplexen Systemen verdient und deshalb natürlich empfiehlt, dass sie wirksam sind, sind Berater. Und dann kommen tolle Ergebnisse raus mit vielen Kriterien und dann werden die einzelnen Kriterien, anhand derer die Leistung einer Führungskraft bemessen wird, so klein, dass sie gar keine Wirkung mehr haben. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jemand an einer Top-Position in einem deutschen Großunternehmen den Job anders machen würde, wenn er ein paar Millionen weniger verdienen würde. Und die Tatsache, dass man immer behauptet, die Führungskräfte würden woanders mehr verdienen, die glaube ich auch nicht. Vielleicht in der Schweiz, vielleicht in den USA. Aber insgesamt muss man einfach konstatieren, man hat sich selber in allen Ländern hochgeschaukelt im Top-Führungsbereich und hat mittlerweile unanständige Ausmaße erreicht und die gilt es wieder einzugrenzen. Die Leistungsanreize dienen in der Regel nur dazu, den Beratern mehr Geld zu verschaffen. Ein schönes Beispiel habe ich dann gelesen im Gehaltsmodell von Herrn Grube, dem Ex-Bahnchef, stand drin, er sollte sich mehrmals im Jahr mit Politikern treffen, als ein qualitatives Ziel, wie man so schön sagt. Das hat er dann wohl auch erreicht und hat dafür einen Bonus bekommen. Ich glaube, in diesem Fall war das mehr ein Schmerzensgeld als unbedingt ein Anreiz. Vielleicht noch ein kleiner Witz zum Abschluss. Wie Sie Top-Führungsgehälter um 20% beispielsweise einsparen können, ersetzen Sie einfach Männer durch Frauen und schon haben Sie weniger Gehalt. Aber das ist eine kritische Seitenanmerkung, die wir vielleicht an anderer Stelle nochmal thematisieren sollten. Nun, das nächste Thema ist eigentlich nur bedingt ein Management-Thema. Es geht um Ekelbilder auf Zigarettenschachteln. Aber das verfolgt mich schon so lange, dass ich heute einfach mal dazu Stellung beziehen wollte. Im Grunde genommen gibt es das Thema seit Mai 2016. Seitdem müssen diese sogenannten Ekelbilder auf alle Tabakwaren, Zigarettenschachteln und so weiter gedruckt werden. Und sie sollen den Raucher davon abhalten, zu rauchen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Jetzt hat aber die EU eine neue Kampagne aufgesetzt für 600.000 Euro
wurden 42 Ekelbilder neu ausgewählt mit fachkundiger Begleitung, hoffentlich auch mit Einwilligung der Patienten. Es soll ja schon vorgekommen sein, dass sich ein Raucher im Krankenhaus plötzlich auf einer Zigarettenschachtel wieder sah und er das Bild gar nicht freigegeben hatte. Als Ekelbild zu erscheinen, ist natürlich schon eine schöne Sache. Naja, jedenfalls 600.000 Euro wurden ausgegeben für eine Kampagne und man will vor allen Dingen die jungen Leute vom Rauchen abhalten. Ehrlich gesagt, die Fotos sind schon schockierend. Aber sie schockieren eigentlich nur die Nichtraucher und deshalb verfehlen sie ihr Ziel. Mit Blick auf die Werbewirkungsforschung kann man eigentlich sagen, dass die Maßnahmen, die hier ergriffen wurden, also Ekelbilder, die Kampagne, und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen da involviert waren, um das alles zu konzipieren und herauszubringen, die verfehlt völlig ihre Wirkung. Denn die Ekelbilder wirken nur sehr bedingt. Also die Werbewirkungsforschung sagt uns, das funktioniert so nicht. Ältere Raucher nehmen sich der Ekelbilder sowieso nichts an, weil die einfach wissen, dass Rauchen schädlich ist. Aber gut, man wollte ja die jüngeren Raucher überzeugen und auch hier gibt es andere Maßnahmen. Warum ich das Thema aber trotzdem heute mit reingenommen habe, ist, Werbewirkung im Marketing ist ein spannendes Thema und ich glaube, es wird kaum irgendwo wieder besseren Wissens gehandelt als in der Werbewirkungsforschung. Wir haben gute Ideen und Erkenntnisse darüber, wie Werbung funktioniert. Und Agenturen und Entscheider im Marketing machen eigentlich etwas ganz Spannendes. Sie entscheiden hauptsächlich danach, was subjektiv gefällt, wovon sie überzeugt sind, dass es wirkt. Werbewirkung läuft eigentlich unter dem Radar und das ist eigentlich sehr schade für Managemententscheidungen. Nochmal zurück zur Kampagne, die richtet sich an junge Leute, aber man darf dennoch Zweifel an der gewünschten Wirkung haben. Wenn man ehrlich mit sich selber wäre, würde man einfach den Preis ganz fett auf die Packung drucken und den hochfahren, denn das ist eigentlich immer noch das, was Raucher und insbesondere junge Raucher am meisten schreckt. Ich würde es auch darüber hinaus mit den Rauchern machen, wie jetzt mit den Dieselautos geplant. Die müssen einfach aus Innenstädten fernbleiben und schon hätte man einen viel besseren Effekt. Also wenn man ehrlich ist, sollte man akzeptieren, dass fiskalpolitische Maßnahmen, Preiserhöhung das wirkungsvollste Instrument sind. Und das führt mich zu einer anderen interessanten Geschichte, die in der Debatte offensichtlich völlig vergessen wird. Der Staat nimmt ja unheimlich viel Geld mit der Tabaksteuer ein. Im Jahre 2014 über 14 Milliarden. Wenn man sich im Jahre 2015 eine Schachtel Zigaretten mit 19 Stück für 5 Euro gekauft hat, werden insgesamt 3,75 Euro an Steuern abgeführt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Deshalb frage ich mich, ob der Staat eigentlich eine Scheindebatte erzeugt und er am Ende gar nicht möchte, dass weniger geraucht wird. Wenn Sie sich vorstellen, wie viele Bürokraten in der EU damit beschäftigt sind, diese Kampagnen zu verabschieden und diese Maßnahmen zu ergreifen, muss man schon Zweifel daran haben, ob das wirklich ernsthaft gemeint ist. Was funktionieren würde, wäre, wenn langweilige Menschen, wenn uncoole Menschen auf Zigarettenpackungen gedruckt wären, wenn das ganze Thema Rauchen uncool wäre. Vielleicht sollte man Politikerbilder auf Zigarettenschachteln drucken. Das wäre vielleicht eine Maßnahme, die funktioniert. Aber alles, was in der Familie passiert, an Wertegerüst, an Dingen, die die jungen Leute davon überzeugen, dass Rauchen uncool ist, würde viel besser funktionieren als diese Ekelbilder, die mit viel Aufwand erzeugt sind. Und die einfach natürlich unschön sind und damit auch ein bisschen mein ästhetisches Verständnis stören. Aber sie wirken einfach nicht und das ist mein großes Gegenargument. Kleine Erinnerung, denken Sie daran, Marketingmaßnahmen insgesamt müssen einzahlen, müssen kontrolliert werden und ich bezweifle nach meiner Erfahrung, dass das im nötigen Maße gemacht wird. Anfang März stand in Hamburg ein tolles Festival, eine Konferenz auf meinem Agendaplan. Online-Marketing-Rockstars. Allein der Name Online-Marketing-Rockstars hat schon Charme und ich war ganz fasziniert von dieser Veranstaltung. Zuerst dachte ich ja, als ich das las, Online-Marketing-Rockstars, das ist ein Festival, wo irgendwelche Nerds bei richtigem Tageslicht aus ihren Löchern kriechen, um einmal zu schauen, wer sich hinter den Fake-Profilen und Nicknames eigentlich wirklich verbirgt, die sie sonst nur aus dem Internet kennen. Aber ich habe mich gründlich getäuscht. Ich persönlich war dann eben auch da und so ein bisschen wie Angela Merkel das gesagt hat, um einmal zu schauen, was das Neuland so ergibt. Ich muss sagen, das Festival hat mich zutiefst überzeugt. Ich war echt fasziniert, was da für eine Stimmung, für eine Kultur, für neue Technologien, für Trends und Entwicklungen aufgezeigt wurden. Und ich muss schon sagen, ich habe mich nicht wie ein Rockstar gefühlt, sondern eher wie ein Groupie, der voller Bewunderung diesen ganzen Themen und Trends folgt.
Online-Marketing-Rockstars, das war dann für mich so ein bisschen die Erkenntnis, ist so cool und hip, dass es quasi das Gegenteil von einem Andrea Berg-Konzert ist. Und das hat mich schon sehr überzeugt. Jetzt mal im Ernst. Die Veranstaltung wurde 2010 gegründet. Damals fing man an mit 200, 300 Teilnehmern und 2017 kamen 25.000, 26.000 Leute zu Online-Marketing-Rockstars in Hamburg. Ich finde, das ist eine bemerkenswerte Leistung und zeigt auch, wie hip dieses Thema ist. Dort waren alle vertreten, die Rang und Namen haben, die Stars der internationalen Internetszene wie Influencer, YouTuber, Blogger, Menschen, die Agenturen betreiben und große Kampagnen fahren. Wirklich eine faszinierende Szene. Dabei sahen dann Google, Adobe und Facebook fast schon so aus wie die Altrocker. Aber auch dort ist natürlich eine unheimliche Dynamik zu spüren. Und das hat mich fasziniert, was dort eigentlich alles an Themen und Trends abgeht. Meine Erkenntnisse aus dieser Konferenz waren, die Generation und die Menschen, die sich mit diesem Hype beschäftigen, sind eine ganz andere Kultur als die üblichen Sales-, Marketing-, Management-Konferenzen, die ich normalerweise so kenne. Die ganze Stimmung war anders, die Art und Weise, wie moderiert wurde, wie Musik, coole Bands mit den Inhalten verknüpft wurden, war anders. Die ganze Art und Weise, mit welcher Aufmerksamkeit dem Ganzen auch folgt, war anders. Das ist das, was ich als Kultur bezeichnen würde. Dennoch stand der Content klar im Vordergrund. Und so Themen wie Influencer-Marketing werden die Marketing-Szene maßgeblich in Zukunft beeinflussen. Und dort konnte man spüren, wie das funktioniert, wie die Profis das machen. Und das fand ich sehr spannend. Spannend war auch, dass die Offline-Welt sich parallel zu entwickeln scheint, dass eben gerade internetbasierte Geschäftsmodellunternehmen jetzt eben auch in die Offline-Welt gehen und eigene Shops begründen. Spannend fand ich auch die ganzen Online-Marketing-Tools und Instrumente. Ich bin ja selber hauptsächlich im B2B-Geschäft unterwegs und was ich dort feststellen kann, ist, dass wir in diesem ganzen Thema in vielen Agenturen mit Spezialisten wirklich gerade erst am Anfang sind und das ist eine spannende Geschichte. Ich halte den B2B-Bereich für Online-Geschäftsmodelle, für Online-Werbung für ein unheimlich spannendes Thema, was gerade erst kommt. Viele meiner Kontakte und Partner in Marketingabteilungen, in Agenturen meinen ja, dass sie auf dem neuesten Stand sind, wenn sie ein bisschen Online-Marketing, Website und so weiter, einen Shop machen. Aber ehrlich gesagt, nach dieser Konferenz habe ich das Gefühl, die meisten Player und Marketiers, inklusive der Hochschulen, sind ungefähr auf dem Stand des Quellekatalogs. Und was wir dort auf der Konferenz erleben durften, zeigt eigentlich so ein bisschen, wo die Welt eigentlich spielt. Nun, falls Sie sich jetzt fragen, was Online-Marketing dann mit den Bands zu tun hat, die Fantastischen Vier waren da, die Beginner waren da und einige andere mehr, dann weiß ich das natürlich auch nicht. Aber das Spannende ist, dass dort auch eine neue Kultur herrscht. Die Stimmung auf dieser Konferenz ist einfach eine ganz andere. Und ich glaube, dass wir auch Teile dieser Stimmung übertragen sollten auf Management-Konferenzen in Unternehmen und Management-Konferenzen, die öffentlich ausgetragen werden. Ich glaube, das ist attraktiv für die jüngeren Generationen, aber es zeigt auch einen viel spielerischen Umgang mit Content und mit seriösen Themen. Und ich glaube, das tut uns allen gut, wenn wir ein bisschen stärker in diese Themen einsteigen. Also mich hat diese Idee wirklich fasziniert und ich werde im nächsten Jahr sicherlich wieder dabei sein. Das war's von Professor Z on Management, dem Vlog für den anspruchsvollsten Beruf der Welt, dem Management. Ich hoffe, Sie und ihr hatten ein bisschen Spaß an meinen Themen und freue mich auf das nächste Mal. Wer Lust hat, gerne Feedback geben, gerne kommentieren. Wir hatten einige spannende Diskussionen auf Facebook oder auf dem YouTube-Kanal. Wer Lust hat, schaut einfach rein und kommentiert das Ganze. Ich verspreche, dass ich antworten werde und dass wir in eine Diskussion einsteigen können, wenn ihr das wollt. Bis zum nächsten Mal. Euer Dirk Zupanzis.